Hey, ich bin Nick Bier von Formosa und ihr seht unser neues Musikvideo Night of the Witch. Hallöchen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar alias Tiefe der Kokette und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Reaction-Video hier auf meinem Kanal. Und erstmal vielen Dank an Formosa für dieses coole Intro, weil die haben ja mich angefragt, ob ich nicht Lust hätte, auf ihr neuestes Video zu reagieren, Night of a Bitch. Witch. Night of the Witch. Ist aber auch fies, war, dass man diese zwei Wörter, dass man nur einen Buchstaben austauschen muss, damit man... Egal. Night of the Witch. Und da habe ich gesagt, ey, so, ey Leute, könnt ihr mir nicht mal so ein cooles Intro machen mit eurem Bandnamen und die Vorstellung? Und irgendwie finde ich das ziemlich cool und es war auch das erste Mal und vielen Dank dafür auf jeden Fall, dass ihr das gemacht habt. Freue ich mich sehr drüber, macht das Ganze auf jeden Fall mega cool. Und ja, heute Night of the Witch, nicht Bitch, von Formosa, bin ich sehr gespannt. Und ich dachte mir, weil ich es gerade gesehen habe, wir gucken uns noch das Making-of an danach. Ja, dauert Betet nicht so lange, Betet glaube ich knapp über 3 Minuten, von daher dachte ich mir. Und da ich immer sehr interessant finde, wie solche Musikvideos gedreht werden, und ich immer selber denke, oh, sowas könntest du eigentlich auch mal für Bands machen, aber dafür fehlt mir die Zeit, das Equipment und das gewisse Wissen, um sowas zu drehen. Aber ich würde sagen, The Night of the Witch aus ihrem aktuellen Album Danger Zone und ich bin sehr gespannt. Wir haben Formosa ja schon mal gehabt mit Manic Lover, nicht Maniac Lover. Übrigens ein absolut toller Song, eine Ballade, glaube ich, haben sie selber gesagt. Läuft bei mir auch regelmäßig, ist unter meinen Top-Favoriten, macht einfach Spaß, weil ich die Stimme von den Nick Bird, wenn ich das jetzt noch richtig im Ohr richtig feiere. Aber jetzt erstmal Night of the, ihr wisst es. So, ich würde sagen, wir hören uns erstmal das Lied ganz entspannt ein Stück an und danach, ja, quatschen wir. Boom. Also Night of the Witch von Formosa. Mal ein bisschen schneller jetzt. Stimme. Sie haben einen schönen Rhythmus. Der Rhythmus ist geil. Ich mag das, war, ich finde es toll. Geil. Run.
war doch cool. Ja, das waren Formosa mit Night of the Witch, einem schönen Rockvideo. Ich muss die Kamera drüber immer ein bisschen weiter. Ja, so. Und ja, hat Spaß gemacht. Ich mochte den Rhythmus. Ja, wir haben hier eine schöne deutsche Rockband mit englischen Texten und es macht schon Spaß. Ich fand's cool. Ich fand auch diesen Effekt, wo war das jetzt, in der Kirche oder sowas? Mit diesen Flammschwertern und sowas. Ich stehe ja auf so einen Scheiß. Ja, ich mag sowas. Ja, textlich ist immer schwierig, kann ich euch nicht viel zu sagen. Mein Englisch ist halt. Aber ich mag die Stimme. Ich mag die Stimme. Die erkennst du unter 100 Stimmen, würde ich die, glaube ich, wiedererkennen. Weil die klingt halt ein bisschen anders. Im positiven Sinne anders. Und das macht das Ganze so schön, so spannend, das sich anzuhören. Und wir werden uns jetzt auch gleich noch das Making-of ganz entspannt angucken. Wie gesagt, ich finde sowas immer sehr interessant, wie sowas gedreht wird oder was so der Hintergrund ist. Vielleicht erfahren wir auch über das Lied noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall, ja, würde ich sagen, erstmal noch das Making-of und dann noch ein paar Texte und dann schick. So, Making-of. Genau, das Ganze natürlich aus ihrem aktuellsten Album Danger Zone. Ach ja, wie Intro von einem Horrorfilm hier. Directed by Dominic Sharp. Man könnte auch glatt denken, das wäre jetzt ein Powerwolf-Song. Echt eine Kirche, oder? Ja, cool. Sehr gut. Das sind schon ein paar coole Jungs. Bitte auch mit dem Besitz auf sich dabei. Feuer-Pyrotechnik, das ist ein Stück weit ein Klischee. Also schau mal hier so. Aber was wir halt auch total feiern. Macht halt auch Spaß. Also, das Feuer sieht fett aus, jetzt Full Sex in der Kirche aufbauen, so, das ist einfach cool. Das ist auch schon so ein Ding, ne, mit 50 und so, oh, ne, voll schon, mit Pyrotechnik, das ist schon heftig geil. Und ja, das ist jetzt auch krass, weil ich finde Pyro auch immer noch cool. Ist ja auch. Ich finde es interessant, dass sie das einfach so machen dürfen. Das sieht schon cool aus, gerade so eine Zeit. Ich will eine Frage stellen, nicht einfach so ehrlich. Also ich habe es vorhin drauf probiert und dann hab ich Penis? Das war noch das Making-of, das, was wir uns noch hinten dran geklatscht haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, die Jungs sind echt ein paar sehr witzige, coole Typen. Die haben mich auch eingeladen, glaube ich, die spielen am 12.
Am 12. nehme ich in Berlin. Die haben, glaube ich, nämlich noch ein paar Tourdaten. Genau, die spielen jetzt noch 5 Mal, glaube ich. In Bochum spielen sie, in Berlin, München, Hamburg und Essen. Sehr cool. Nee, Moment, Essen ist im März nächsten Jahres, sorry. Aber Berlin am 12.12. Ich glaube, die spielen mit Ohrenfeind. Ich bin mir gerade nicht so 100% sicher. Haben mich auch eingeladen. Wenn ich Zeit habe, das kann ich jetzt leider immer noch nicht sagen, würde ich hingehen und euch auch einen Konzertbericht machen. Vielleicht kann ich auch ein bisschen was filmen. Vielleicht kann ich die Jungs mal ein bisschen doof quatschen. Hätte ich auf jeden Fall auch mega Bock, aber es zeigt hier immer ein bisschen schwierig. Familie, Arbeit, ihr wisst Bescheid. Aber Bock wäre auf jeden Fall da. Wie hat euch der Song von Formosa gefallen? Night of the Witch. Ich musste so oft sagen, Witch. Haut's mir in die Kommentare, würde mich mega drüber freuen. Folgt der Band, abonniert die, lasst den Daumen nach oben da. Finde ich super. Tolle Jungs, sehr sympathisch, toller Sound vor allem, tolles Video. Und alles, was ihr bei ihm macht, könnt ihr auch bei mir machen. Würde mich auch tierisch drüber freuen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Macht's gut und danke nochmal für das Intro von Moser. Freue mich tierisch drüber. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.